Zu Beginn der Spielzeit lud das Theater Plauen Zwickau auch dieses Jahr wieder zu einer großen Gala ins Zwickauer Gewandhaus ein. Am 31. August und am 1. September jeweils um 19.30 Uhr wurde dem Publikum ein unterhaltsamer Rundgang durch die Spielzeit geboten. Zu erleben waren neue und bekannte Künstlerinnen und Künstler mit vielfältigen Kostproben aus den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Jugendtheater und natürlich Konzert. Als wir am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Gewandhaus eintrafen, war das Gebäude voller Menschen. Sowohl vor als auch hinter der Bühne. Bei einem Programmquerschnitt sind natürlich viele Künstler dabei. In einem der letzten freien Räume, einem Büro, konnten wir Horst Kupich zum Interview bitten. Zunächst wollten wir wissen, wer eingeladen wurde. Eingeladen sind erstmal alle, recht herzlich, denn wir stellen heute unser Programm vor, der ganzen Spielzeit, alle Sparten mit kleinen Ausschnitten, kleinen Programmpunkten und es werden auch die neuen Kollegen vorgestellt, die wir engagiert haben für die nächsten Spielzeiten. Punkt 19.30 Uhr öffnete sich der Vorhang. Es geht los mit dem Jungen Theater Plauen Zwickau, mit dem Jups, was seit einem Jahr besteht, unglaublich viele fantastische Vorstellungen schon gespielt hat und eine richtige Fangemeinde gefunden hat. Dann geht es weiter mit dem wirklich sehr beliebt gewordenen Ballett, mit dem Ballettleiter Sergei Vanayev, der wieder drei sehr unterschiedliche, witzige, bisschen melancholische, aber unglaublich erzählende Dinge vorstellt und auch die neuen Tänzer. Ja, dann kommt das Schauspiel. Breites Spektrum. Kaffee! Er soll heiß wie die Hölle, schwarz wie der Teufel, rein wie ein Engel und süß wie die Liebe sein. Dann machen wir eine Pause und danach stellt sich der Konzertspielplan vor und last but not least das Musiktheater. Die neue Spielzeit ist voller Höhepunkte. Was mich sehr fasziniert hat, ich habe nur schon die Proben gesehen, ist wieder eine Arbeit, auch von Sergei Vanayev, mit Pinocchio, der so eine Art Puppentheater mit Tänzern schafft, mit einer sehr witzigen Musik. Das ist wirklich phänomenal. Dann darf sich das Zwickauer Publikum darauf freuen. Es gibt dieses Jahr eine Operettenpremiere, die lange gewünscht war, die Fledermaus. Und mit der Fledermaus werden wir auch die Silvestervorstellungen machen, zum Beispiel. Das Motto der Spielzeit lautet: Kennen wir uns? Ja, kennen wir uns. Das ist natürlich nicht ganz so gleich mit zwei Worten zu sagen, aber was beinhaltet das? Dass man seinen Nächsten sehr schnell beurteilt nach gewissen Klischees vielleicht, nach gewissen Vorurteilen, bevor man ihn eigentlich richtig kennenlernt. Und wenn man dann ihn richtig kennenlernt, oft sehr verwundert ist. Kennen wir uns, was an positiven Akzenten auch durch ein neues Gesicht, durch eine andere Kultur in einem selbst ausgelöst werden kann, zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben noch nie ein Theater besucht. Was wäre der richtige Einstieg für sie? Für junge Menschen vielleicht das Jugendtheater? Ich denke ja, weil es A, junge Menschen sind, die im Alter nicht weit weg sind von den jungen Menschen, die Sie jetzt vielleicht angesprochen haben oder die Sie meinen. Die Jugendclubs, die Jugendzusammenarbeit, das ist alles integriert in dem Jups. Und das Jups ist auch sehr darauf bedacht,
Erzählformen, auch für klassische Werke, wie zum Beispiel, nächste Woche wird am Donnerstag Kabale und Liebe Premiere haben, in einem sehr frischen, sehr jungen, sehr authentischen und wiedererkennbaren Gesicht zu zeigen. Ja, einfach ja. Das ist ein guter Einstieg. Kommen wir deshalb noch einmal etwas intensiver auf den Programmeinstieg zurück. Ja, das Jups darf beginnen und da freuen wir uns sehr, dass wir als Symbol, das Haus nimmt die Arbeit für das junge Publikum so wichtig, dass wir zum zweiten Mal die Gala öffnen dürfen. Und wir zeigen Sequenzen aus Kabale und Liebe. Das wird unsere neue Jugendproduktion, unser neues Jugendstück mit einem schönen, knalligen Zugriff. Und werden dann ein bisschen Werbung machen, ein bisschen zeigen, was wir da vorhaben. Das Neinhorn wird zu sehen sein, große Erfolgsproduktion, so gut wie immer ausverkauft gewesen und kommt auch wieder in der nächsten Spielzeit. Und dann machen wir neugierig auf das, was kommt. Für Zwickau das große Kinder- und Jugendtheaterfestival Wildwechsel vom 13. bis 17. September. Weihnachtsmärchen Urmel aus dem Eis, das wird eine Riesenfreude. Danach machen wir ein ganz besonderes Projekt, das nennt sich Wir. Und wir machen aus Texten von jungen Menschen hier aus der Region, praktisch ist jeder junge Mensch eingeladen, mit uns zusammen Texte zu entwickeln oder uns Texte zu geben, machen wir ein Stück, eine Stückentwicklung zusammen mit dem Ballett. So, das wird nochmal ein ganz besonderes Projekt. Und am Ende der Spielzeit steht eine riesige Musiktheater-Musical-Produktion mit allen Sparten, mit Schauspiel, Ballett, Jups zusammen auf dem Plan, nämlich Snow White und Me auf den Freilichtbühnen. Großes Freiluftspektakel. Und auch da Familien, Kinder, Jugendliche sind total im Fokus von diesem Theater. Und wir freuen uns sehr auf diese Spielzeit. Wie ist das Jugendtheater aufgestellt? Wir haben ein kleines Ensemble. Prinzipiell ist es so, dass wir alle sehr nah beieinander arbeiten, miteinander arbeiten. Es gibt zwei feste Schauspielerinnen und Schauspieler, Jasmin Denfield-Rosenthal. Wir haben zwei Theaterpädagoginnen, wir haben einen Dramaturgen, jede Menge Assistenten und sind insgesamt 10 Menschen plus Gäste. Also wenn größere Produktionen anstehen, natürlich haben wir Gäste. Und alle anderen Sparten des Hauses, Musiktheater, tun natürlich ihren Beitrag dazu und werden auch ihre Künstlerinnen und Künstler mit in unsere Projekte reinschmeißen, so dass wir alle gemeinsam diesen Spielplan füllen. Wenn ich jetzt komm, wenn ich hier bin, wenn ohne Liebe mir, wenn ich dir. Was wünscht sich Horst Kupich für die neue Spielzeit? Ich wünsche mir, erstmal muss ich vielleicht damit anfangen, ich bin sehr gerührt, wie fantastisch wir hier aufgenommen wurden, bis hin zu unserer letzten großen Premiere im Clown Artus Excalibur, womit wir ja auch hier in Zwickau gestartet sind. Wir haben in den 7 Vorstellungen 8.500 Besucher gehabt. Ja, aber das ist nur eins, was ich rausnehme. Also das ist, wir haben, also ich glaube auch, dass die Idee, mit Musical so als Türöffner zu arbeiten, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das werden wir auch fortsetzen und wir hoffen, dass wir damit noch mehr Menschen erreichen, dass wir Menschen auf einem sehr hohen Niveau unterhalten können, zum Nachdenken anregen können und dass der Ort Theater als Begegnungsstätte noch mehr gesehen wird. Everybody.